Mit dieser Serie werde ich Sie überraschen. Ich zeige Ihnen, wie man ganz ohne Stress mit leichter Hand tolle Gerichte kocht. Klasse, schön zart. Ob Anfänger oder geübter Koch, ich gebe Ihnen Tricks und Rezepte an die Hand, die Sie zum Meister in der Küche machen. Zitronenschale passt perfekt zu den Chiliflocken. Ich bin seit 25 Jahren Profikoch. Die sind gleich fertig. Mir haben die besten Köche der Welt ihre Geheimnisse verraten und ich ihnen. Also Leute, haut mal ein bisschen rein. Ich habe Rezepte ausgewählt, für die Sie problemlos die Zutaten bekommen und die man leicht nachkochen kann. Ich nehme sie an die Hand. Frische Kräuter passen herrlich zu Rippchen. Und zeige Ihnen, wie man würzt, Desserts zaubert, gesundes Fastfood kocht und selbst Festtagsgerichte auf den Tisch bringt. Mehr Kochkurs brauchen Sie nicht. Willkommen bei Ultimativ Kochen. Ich habe jede Menge Küchentipps für Sie und 100 tolle Rezepte. Heute ist Streetfood. Das schmeckt nicht nur unterwegs, sondern auch zu Hause. Streetfood sind all die Leckereien, die man zum Auf-die-Hand-Essen kauft. Ob auf einem asiatischen Nachtmarkt oder am New Yorker Hotdog-Stand. Und so international ist auch mein erstes Gericht. Rindfleisch-Tacos mit Wasabi-Mayonnaise. Bei Streetfood ist alles erlaubt, solange es schnell geht und lecker schmeckt. Bei meinen Tacos treffen sich mexikanische und japanische Küche zum perfekten Fleischgenuss. Die Pfanne machen wir schon mal richtig heiß. Das sind Rumpsteaks. Die werden mit dem Fettrand gebraten. Der gibt Geschmack. Salzen und pfeffern. Olivenöl rein. Richtig heiß werden lassen. Nun kommen die Steaks rein. Immer von vorn nach hinten, falls es spritzt. Jetzt rütteln. Die sollen nicht kleben bleiben, sonst brennen sie leicht an. Während die braten, mache ich schnell die Marinade. Das ist Miso-Pasta aus fermentierten Sojabohnen. Leicht süßlich und aromatisch. Zwei Esslöffel davon. Ein Esslöffel Zucker und einige Esslöffel Reiswein dazu. Für einen leichten Essigkick. Etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer. Das gibt eine herrlich dickflüssige Marinade. Die ist fertig. Wir wenden die Steaks. Die Pfanne ankippen und die Steaks mit Bratensaft begießen. Das macht sie aromatischer. Nun das Steak mit der Zange greifen und den Fettrand auslassen. Gas abdrehen, Steaks rausnehmen. Und mit dem Messer schneiden wir den Fettrand ab. Den brauchen wir nicht mehr. Und rein in die Marinade. Tacos gibt es in Mexiko überall. Ob mit Rind oder Schweinefleisch, Huhn oder Fisch. Dazu gehört immer eine würzige Soße. Nun brauche ich noch etwas Saures. Das ist China-Kohl. Den halbieren wir. Der ist schön knackig und schmackhaft. Wirbeln und klein schneiden. Schön vorsichtig. Bei Kohl denken viele an völlig verkochtes Gemüse. Fürchterlich. Aber im Taco brauchen wir ihn knackig. Chiliflocken geben ihm eine sanfte Schärfe. Dazu Reisessig. Zitronensaft tut's aber auch. Etwas geröstetes Sesamöl dazu. Und gut mischen. Um geschmacklich alles zu verbinden, nehme ich Wasabi-Paste mit ihrer stechenden Schärfe. So viel reicht. Dazu ein paar Esslöffel Mayonnaise und durchrühren.
Das sind Mais-Tortillas. Die müssen nur kurz Farbe annehmen. Dazu einfach für einen Moment auf die Gasflamme legen. Mit der Zange verbrennt man sich die Finger nicht. Man kann die Tortillas natürlich auch in der Pfanne backen. Hinlegen und um ein Nudelholz wickeln. 30 Sekunden halten, bis sie kalt sind. Tacos machen Spaß, weil man sie selbst nach Lust und Laune füllen kann. Wir drücken den Kohl leicht aus. Da haben wir unsere knackige Frische. Und die Mayonnaise. Und nun kommt unser leckeres Steak dazu. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen, so zart ist das. Außen schön braun, innen noch rosa. Just nice and pink in the middle. Start off with my. Ich nehme die Tortilla und streiche sie mit dem Löffelrücken mit der Wasabi-Mayonnaise aus. Inside taco. Dann den säuerlich frischen Kohl gleichmäßig verteilen. Pickled cabbage. Und nun die Krönung für meinen Taco. Drei, vier Streifen Fleisch hineinlegen und dünn mit der pikanten Mayonnaise bestreichen. Spicy mayo. Das nenne ich einen echten Genießer-Taco. The perfect taco. Wenn es schnell gehen soll, greift man zu den Fast-Food-Klassikern. Hier drei meiner Favoriten. Einfach zu machen, aber mit Gourmet-Anspruch. Ein Hauch von indischer Küche steckt im ersten Vorschlag. Wraps mit raffiniert gewürztem Hühnchen. Im Mörser machen wir eine würzige Marinade für das Hühnchen. Wir brauchen aufgebrochene Kardamomkapseln, Ingwerpulver, gemahlene Koriandersamen und Zimt. Frisch geriebene Muskatnuss, Knoblauchzehen, frischen Koriander, Zitronensaft, Olivenöl und Salz. Wir vermahlen alles zu einer Soße. Die geben wir über die Hühnerkeulen und lassen das schön 2 Stunden marinieren. Das Hühnchen braten wir in einer Grillpfanne bei höchster Hitze. Ist das Hühnchen fertig, backen wir in der gleichen Pfanne die Tortillas. Das Hühnerfleisch in Streifen schneiden und in die Tortilla geben. Dazu kommen feingeschnittener Salat, Frühlingszwiebeln und ihre Lieblings-Chili-Soße. Ein kulinarischer Hochgenuss, fertig in 20 Minuten. Wraps mit raffiniert gewürztem Hühnchen. Nun ein Klassiker, den man in den USA überall bekommt. Hot Dogs mit Chili. Für die Chili-Soße braten wir Zwiebelwürfel in Olivenöl glasig. Dazu geben wir gehackten Knoblauch und einen Teelöffel Kreuzkümmelsamen. Die Hitze setzt das Aroma frei. Nun Chili-Pulver dazugeben. Auf größte Flamme drehen. Rinderhack in die Pfanne geben und zerteilen. Anbräunen, salzen und pfeffern. Dazu kommt Tomatenmark. Schön weiterbraten. Nun fehlen noch Worcestersauce, Pizzatomaten, Oregano und eine Prise Zucker. Die Wurst erhitzen, ins Brötchen legen und die fleischige Chilisauce drüber geben. Dafür läuft man auch bei starkem Verkehr gern über die Straße. Hot Dogs mit Chili. Und hier kommt Vorschlag Nummer 3 für leckeres Essen auf die Hand. Ein vietnamesisches Baguette. Drumstick in Streifen schneiden. Das Fleisch marinieren wir 2 Stunden in Sojasauce und Honig. Das macht es salzig und süß. Auf Spieße stecken
und in heißem Olivenöl braten. Für das Topping setze ich einen säuerlichen Kontrapunkt. Geraspelte Karotte in Reisweinessig. Nun zum Dressing. Wir entfernen die Samen aus einer Chili und schneiden sie klein. Dazu kommt Zucker, Limettensaft und Fischsoße. Das Baguette aufschneiden. Sobald die Spieße schön braun sind, aus der Pfanne nehmen und das Fleisch vom Spieß streifen. Darüber kommen die Karottenraspel, Gurkenstifte und das feurige Dressing. Sowie frischer Koriander. Schnell gemacht, aber dennoch ein aromatischer Hochgenuss. Vietnamesisches Baguette. 3 Streetfood-Gerichte, die man toll zu Hause zubereiten kann. Im Handumdrehen gemacht. Man braucht wirklich kein teures Küchenspielzeug. Hier meine Tipps für die Grundausstattung. Die Bratpfanne. Mein liebstes Küchenwerkzeug. Warum? Weil eine Pfanne so vielseitig einsetzbar ist. Ob man Lamm oder Entenbrust anbrät, Hühnchen sortiert oder ein Omelett macht. In der Pfanne gelingt alles. Am besten kauft man eine mit einem Griff aus Metall. Die kann man auch mal in den Ofen unter den Grill stellen. Nicht vergessen, der Griff erhitzt sich natürlich auch. Am besten, man nimmt eine mit Antihaftbeschichtung und dickem Boden. Da wird die Hitze gleichmäßig verteilt. Brilliant. Mit einer guten Bratpfanne gelingen endlich auch Steaks perfekt. Je länger es brät, desto fester. Medium fühlt sich so an. Und nach dem Steak kommt was Süßes. Gute Schokolade bricht mit einem kurzen Knack. Aber zum einfach so essen ist Schokolade fast zu schade. Da steht mein Name drauf. Nicht nur Herzhaftes nimmt man gern zum auf die Hand essen. Auch Süßes mit Schokoladenfüllung. That is amazing. Wie immer rate ich dazu, nur die besten Zutaten zu verwenden. Auch bei Desserts. Hier meine Tipps für den Schokoladenkauf. Schokolade verschafft immer einen sofortigen Hochgenuss. Aber es gibt riesige Unterschiede bei der Qualität. Deshalb brauchen wir einen Experten, einen Schoko-Alchemisten wie Paul Young. Ich will nicht dran denken und tu's doch. Er hat als Schokoladier bereits weltweit viele Preise gewonnen. Ganz wichtig, immer auf der Rückseite nachsehen, wie viel Kakao in der Schokolade steckt. Je mehr Kakao drin ist, desto mehr Schokoaroma hat die Schokolade. Dann kommt der Bruchtest. Gute Schokolade bricht mit einem kurzen Knack. Abbeißen und kurz kauen. Und stopp. Jetzt schmelzen lassen und dabei im Mund verteilen. Und man stellt fest, selbst dunkle Schokolade, die immer bitter geschmeckt hat, schmeckt auf einmal gar nicht mehr bitter. Kaut man zu intensiv, setzt man Tannine frei, bittere Gerbstoffe. Lässt man Schokolade dagegen schmelzen, bekommt man nichts als das wunderbare Schokoaroma. Dabei wird sogar Dopamin freigesetzt. Und deshalb kann man nach Schokolade süchtig werden. Schokolade macht süchtig, auch als Zutat. Hier mein Ratgeber, welche Schokolade man für was am besten verwendet. Weiße Schokolade mit ihrem zarten Vanillearoma ist toll als Schokosoße und zu frischen oder gefrorenen Früchten. Milchschokolade macht sich gut in Pudding, Kuchen, Crepes oder Waffeln. Bitterschokolade ist sehr intensiv im Geschmack. Ich bevorzuge die mit 70% Kakaogehalt. Toll für Schokostückchen in Eiscreme. Bitterschokolade mit 100% Kakaoanteil essen wohl nur Schokoholiker einfach so. Bitterschokolade ist genau richtig, wenn man nichts als den puren Schokoladengeschmack sucht. Wie etwa für die berühmte mexikanische Mollesoße. Was ist schöner als Schokolade? Sex? Der ist überbewertet.
Schokolade ist dagegen bestimmt nicht überbewertet. Und das beweist mein nächstes Rezept. Das gelingt garantiert und macht ebenso garantiert süchtig. Donuts mit Schokofüllung. Mit Streetfood verbinden wir herzhafte Snacks. Aber leckere Donuts sind letztlich auch was für zwischendurch. Wir rühren mal den Teig an. Der braucht seine Zeit, aber es lohnt sich. Ich erhitze Milch mit etwas Zucker. Frische Hefe bekommt man überall. Und für meine Donuts nehme ich nichts anderes. Etwas warme Milch zur Hefe geben, das aktiviert die Mikroorganismen und lässt das Backwerk aufgehen. Nur die Hälfte der gezuckerten Milch dazugeben. Schön durchrühren. Die Hefe löst sich leicht auf. Einfach zur Seite stellen. Die Hefeorganismen machen sich jetzt über den Zucker her. In die restliche Milch gebe ich Butter. Das macht den Teig schön geschmeidig und formbar. Also, die Butter in der Milch schmelzen lassen. Inzwischen siebe ich Mehl in eine Schüssel. Das gesiebte Mehl hilft, die Donuts nachher gleichmäßig aufgehen zu lassen. Etwas Salz dazugeben und zwei Eigelb. Da hinein kommt die warme Milch mit der geschmolzenen Butter. Ganz vorsichtig verrühren, sonst wird der Teig zäh und geht nicht richtig auf. Nun die Hefe unterrühren. Jetzt ist die Mischung schön warm und riecht gut. Den Teig so lange bearbeiten, bis er zähflüssig ist, also schwer vom Löffel reißt. Die Arbeitsplatte mehlen und den Teig darauf geben. Noch etwas Mehl drüber steuern. Nun flach drücken und Ecke für Ecke in den Teig klappen. Als ob man den Teig falten würde. Der Teig darf nicht mehr an den Fingern kleben und muss eine gleichmäßige Masse bilden. Wir nehmen eine saubere Schüssel. Mehlen sie aus, damit nichts am Glas klebt, wenn der Teig nun aufgeht. Und decken alles mit Frischhaltefolie ab. Der Hefeteig sollte jetzt 60 bis 90 Minuten aufgehen, an einem warmen Ort. Bis der Teigklumpen doppelt so groß geworden ist. Während er geht, setzen wir einen Topf auf. Mit der Schokolade machen wir eine Schokoladenfüllung. Einen halben Liter Sahne und etwas Honig erwärmen. Langsam aufkochen lassen. Oft wird Konfitüre als Füllung genommen, aber mit Schokolade bewegen wir uns in einer ganz anderen Liga. Sahne dazu. Gut mischen. Das Stück Butter gibt der Schokomasse einen schönen Schmelz. Bitte, herrlich. Schön durchschlagen. Das verbessert die Struktur der Schokofüllung. Sie wird leichter. Die Schokomasse ist fertig. Sie kommt in den Kühlschrank. Wir rollen den Teig aus. Ohne viel Druck auf eine Dicke von etwa 1,5 Zentimetern bringen. Und Stücke schneiden. Eins, zwei. Auf dem Backblech nochmals gehen lassen. Nach 30 bis 40 Minuten können wir die Donuts ausbacken. Dazu füllen wir einen Topf zu einem Drittel mit Pflanzenöl. Die sind wunderbar aufgegangen, herrlich locker. Und los. Vorsichtig ins heiße Öl geben. Maximal 4 Stück. Sonst kühlt das Öl zu stark ab und sie werden klitschig. Und wenden. Die wende ich gleich in dieser 50-50-Mischung aus Zucker und Malzpulver. Wie stelle ich fest, dass sie fertig sind? Einfach klopfen. Es muss hohl klingen. Rein da. Schön in der Zucker-Malz-Mischung wälzen und überschüssigen Zucker abschütteln. Nach Donuts bin ich fast süchtig. Sehen die lecker aus.
Die kann man so, wie sie sind, essen. Aber jetzt kommt die Krönung. Den Spritzbeutel über die Hand ziehen und die Tülle hineingeben. Die Schokolade soll sich da drin verflüssigen. Deshalb fülle ich sie, solange sie noch warm sind. Operation Donut kann beginnen. Donut in die Hand nehmen und mit sanftem Druck füllen. Bis etwas Schokolade rauskommt. Fertig. Nice. Die kommen in die Schale, sind schwerer als vorher. Naja, wir wissen ja warum. Nice. That one's got my name on it. Da steht mein Name drauf. Oh, that is amazing. Oh. Hier wieder lebenswichtige Küchentipps. Wie brät man ein Steak perfekt auf den Punkt? Soll mein Steak rare werden, muss es sich auf Druck so fest anfühlen wie hier, an der Innenseite des Handballs. Das ist rare. Länger braten bedeutet, es wird fester. Medium entspricht dem Handball, der gibt nur mit Widerstand nach. Well done ist hier. Das ist rare. Wer möchte, dass sein Fleisch oder Fisch schneller gar wird, schneidet es ein. So dringt auch aromatische Marinade richtig tief ins Fleisch. Damit Plastikschüsseln fleckenfrei bleiben, einfach einölen. Chili Sherry kann man ganz leicht selbst herstellen. Man füllt in eine saubere Flasche einen knappen halben Liter trockenen Sherry und gibt 5 ganze thailändische Chilischoten dazu. Verschließen und ein paar Wochen ziehen lassen. Chilisamen kann man übrigens aussehen. Zum Beispiel in dekorative Eierschalen, die man mit etwas Erde füllt. Einmal gekeimt, kommen die Chili-Pflänzchen ins Freie. Wer dranbleibt und sich von meinen Ratschlägen und Rezepten inspirieren lässt, dem garantiere ich eins. Beim Kochen kann man immer etwas dazulernen. Viele der Rezepte findet man auch auf meiner App im Internet. For details. Los, an den Herd. Nächstes Mal werden wir backen. Viele Köche kneten den noch einmal, aber mir gefällt er so, wie er ist. Schön locker. Dabei geht es wie immer um die besten Zutaten. Am besten, Sie stellen sich Ihre persönliche Mehlmischung selbst zusammen. Und Rezepte zum Dahinschmelzen. Da könnte ich mich reinlegen. All aboard for the campus dating show to hit Channel 4. Gox, the captain in baggage tonight at 8. But next, we're off to find the wizard, the wonderful wizard of Come Dine With Me.